Ja, hier, guck mal. Ja, hier, da liege ich. Hehe. Hier ein Videospiel. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das war. Ja, was war das? Das war eine Erinnerung von mir. Ich hatte noch nie so ein Erlebnis. Ja, ist ja irgendwann immer das erste Mal, ne? War ja so ein Déjà-vu. Ja, eigentlich war es ja ein Traum, aber egal. Irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, als sollte ich diese Insel nicht verlassen. Das ist aber komisch. Ja, ist ja seltsam, ne? Als ob mich jemand hindern will, das Schiff zu erreichen. Ja, seltsam. Vielleicht die ganzen Wachen und so, aber nö. Ja, nee, das macht ja keinen Sinn oder so, ne? Die haben wir zwar bekämpft oder so. Egal. Noch gebe ich nicht auf, A. Auf A, genau. Weiter geht's. Ja, hier, da ist der einzige Weg. Ah, endlich. Ja, endlich habe ich diese Höhle hinter mir. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Ja, recht erinnere. Schon wieder der gleiche Fehler. Hihi, ich kann ja voll gut Rechtschreibung und so. Befindet sich die Küste hinter dem Wald. Ja, ich sollte in ungefähr 10 Minuten beim Schiff sein. Da speichern wir lieber nochmal, obwohl wir keinen Kampf gehabt haben. Besser ist, ne? Man spielt ja nur 5 Minuten ein Spiel. Egal. Ja, dann gehen wir hier mal oben lang. Oh, wo müssen wir jetzt lang? Zwei Richtungen, das ist zu viel. Treffen wir uns endlich wieder. Ja. Oh, ich kann immer noch nicht richtig Opa-Style sprechen. Nein. Nein. Nein, nein. Was machst du hier? Endlich treffen wir uns wieder. Das sagte ich doch bereits. Egal, ein Jahr ist es her. Was machst du hier? Mit Betonung auf was und hier. Bitte, Jean, hast du es nicht vergessen? Sieh es doch hier, oder? WTF. Die Tür, die selbst nachts leuchtet. Oh mein Gott, wir sind hier? Wo hier? Egal. Ich sag einfach mal so, als wüsste ich es. Ganz recht, Jean. Alles, was du heute erlebt hast, wurde kurzerhand von mir geplant. Haha, war ich nicht genial? Ja, deine Hitzköpfigkeit, meine ich, hat mich unweigerlich zu ihr geführt. Ja, ich musste nur nachhelfen, ne? Ja, du bist zweimal die einzigen Wege gegangen, aber egal, das hast du gemacht. Was? Das heißt, Mary? Ganz genau. Sie hat dir die Wahrheit gesagt. Wow. Schon traurig, wenn da ihr so wenig Vertrauen herrscht. Ich hab zwar keine, aber ich tu mal so, als wüsste ich voll gut Bescheid. Jammerschade. Die Musik ist cool. Du mieses Schwein! Ich bring dich um! Dafür wirst du leiden! Koa, kümmere dich um ihn! Ja, gut, ja, hier, guck mal, mein Sklave! Haha! Ja, ich besiege dich, Jean, du hast mich unterschätzt! Und nun wirst du dafür bezahlen! Ja. Ein Jahr musste ich leiden! Jetzt bist du an der Reihe! Ja. Okay, kämpfen wir. Gegen Aska. Mit Valna mit blauen Haaren. Du vergisst eines. Ohne das Passwort kannst du die Tür nicht öffnen. Ja, das habe ich doch mitgehört damals. Du Idiot. Chalibre, haha. Ich kenne das Wort aus deiner Vision, die du in der Höhle hattest. Ja, das ist voll unlogisch. Ja, eben, ich hatte eben schon gedacht, warum zum Teufel redet er mit seiner. Was sagt seine Frau so? Ja, das Passwort war doch das und das, ne? Ja, war. Nee, oder andersrum so, ne? So redet doch keiner, oder? Ja, egal. Jedenfalls war das so. Ja, das kenne ich daraus, ne? Jedenfalls, ne? Ja, halt mal die Klappe, Spieler. Schließlich solltest du ja durch die Höhle gehen, ne? Der Dampf, der hat da seine Sinne und so, ne? Ja, jedenfalls. Und nun entschuldige mich, musst du meiner Tochter. Ja. So, ja. Dann kämpfen wir mal gegen Koa alias Aska. Wir machen wieder den Arcanischen Event. Wahrscheinlich wieder voll locker besiegen. Oh, er beißt mich. Oh. Ob wir ihn besiegen können, das wird ein epischer Kampf. Wir müssen bis an unsere Grenzen gehen. Wir müssen den Arcanus-Schild immer wieder einsetzen und einen Heiltrank missbrauchen. Ob wir es jemals schaffen werden, gegen diesen Gegner zu gewinnen, wir wissen es nicht. Wir gehen eigentlich nur die einzige Taktik, die möglich ist. Aber egal, wir machen weiter und weiter und weiter. Der beißt immer weiter, aber wir lassen uns davon nicht beirren.
Ja, ich finde die Kämpfe jetzt ein bisschen unspektakulär, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil, hallo, das ist ja eher, das ist ja kein Button zum Beispiel, wir müssen ja extra noch den Zauber auswählen, aber gut, wow, wir haben keinen, ja, ich mach mal Heiltrank. Ich hoffe, so lange braucht er jetzt mehr. Ja, wir haben ihn besiegt. Schönes Balancing, könnte man sagen, für Anfangskämpfer, aber naja, ist ja nur ein Kurzspiel. 200 Erfahrung gewonnen, du hast 25 Goldmünzen gefunden, die dir überhaupt nichts bringen, weil wir niemals einen Laden zum Spiel sehen werden anscheinend. Jean, Level 9 erreicht. Ja, punkt, 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 punkt. Ja, 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 da falle ich mal um und hab über mir Blut. Siehst du das da unter den Bäumen? Ja, das sieht komisch aus, aber egal. Ja, das war knapp, aber... oh nein, die Tür ist offen. Ja, wie ist das nur möglich? Ach ja, der alte Mann, ne? Die Tür, sie ist offen. Ja, ich sag das lieber nochmal, um die Dramatik zu verdeutlichen. Ja, ich muss sie retten. Ja, das war Stunden her, dass ich hier... Guck mal, ich kann hier unter dem Blut gehen. Ja, ist das nicht großartig? Ja, egal. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Hütte. Und da ist der alte Mann. Was? Samantha? Ja, du bist ja ein Skelett. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ja, wenn man nichts isst und nichts trinkt, dann stirbt man. Nur mal so. Okay, ja. Warum? Warum? Oder so. Müssen wir jetzt gegen Skelett kämpfen? Verdammt, das Schiff. Ich muss mich beeilen. Hä? Wir haben uns teleportiert? Okay, das sah komisch aus. Was ist das? Ein Brief? Das wird knapp. Ich muss mich beeilen. Ich habe bestimmt einen Time-Counter. Nein, ich habe keinen. Ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will. Wir gehen auch nicht in die Hütte zurück, um zu erfahren, was das für ein ominöser Brief war. Wir gehen einfach weiter. Weil wir es können. Ja, ja, so, jetzt habe ich versagt. Alles, was ich heute getan habe, war falsch. Hä? Der hat ja komische Komplexe irgendwie. Entschuldigung. Dass man sein Leben so schnell verwirken kann. Unglaublich. Ja, aufs Schiff haben wir es jedenfalls geschafft. Jetzt bin ich auf dem Schiff. Ja, ich bin so ein Mann der Realisten, so ein Realist, meine ich. Und dennoch habe ich alles verloren. Nein, ich bin ein Pessimist. Samantha hat in ihrem Brief ihren Selbstmord... in ihrem Brief ihren Selbstmord verfasst. Dass sie es nicht ertragen konnte, wie hat der alte Mann nicht eben, der alte Sack, den Brief gebracht? Egal. Tran konnte mit ihren Schmerzen weiterzuleben. Meine Hilfe, sie von Loran fernzuhalten, war unnütz. Denn sie verhungerte, weil sie nie was zu essen bekam. Und Mary? Sie sagte die Wahrheit. Ja, und ich habe ihr nicht geglaubt, so, weil ja, Vertrauen und so einer Beziehung. Haha, ja, das ist ja was für, was weiß ich. Und das Spiel ist vorbei? Ja, gut, fassen wir mal zusammen. Ja, das Ende war ziemlich abrupt. Es ist ein Kurzspiel. Die Geschichte. Ich weiß nicht, wer dieser Blauhaar da ist. Dieses Blauhaar da ist, er ist irgendwie geflohen und hatte eine Frau und eine Tochter und der alte Mann hat irgendwas gemacht mit der Tochter und deswegen haben sie die Tochter vor dem versteckt in diesem Haus, in dem es nicht zu essen gab oder so. Jedenfalls ist, sie hat dann ja Selbstmord begangen. Ja, stand ja in dem Brief, genau, sie hat Selbstmord begangen und deswegen, jetzt hat er Komplex, ist auf dem Schiff und Mary ist tot oder was? Ich habe nichts verstanden. Egal, habt ihr es verstanden? Schreibt es in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal. Sagt mir, ob es euch gefallen hat oder nicht. Das war nur ein Experiment. Und bis, ja, dahin. Lenti LP.